willst, solltest du dir der Möglichkeiten bewusst sein, die in diesen automatischen Interaktionen zwischen verschiedenen Schwingungsebenen liegen. Wahrscheinlich wirst du dich überwältigt, getrieben, gedrängt, herabgesetzt, voll seelischer Schrecken, der Horrortrip, fühlen, bis du deinen Widerstand fallen lässt, dich in Liebe ausdehnst und zu der Schwingung der höheren Wesen aufsteigst. Diese haben keineswegs die Absicht, dich zu erschrecken oder zu prüfen, es ist deine eigene Dichte, die dich diese Empfindungen erleben lässt. Alles, was dir wirklich Angst einjagt, mag einen Hinweis auf die Erleuchtung enthalten. Es kann dich darauf hinweisen, wie weitgehend du an Strukturen gebunden bist, seien sie geistig, physisch oder sozial. Bindung und Widerstand sind zwei Erscheinungsformen, die der gleichen Wurzel entspringen, wenn du Widerstand leistest, indem du dein Gewahrsein nicht öffnest, empfindest du Urcht und dieses Zusammenziehen erlebst du als einen Zug, wie beim Magnetismus oder der Schwerkraft, und das bedeutet Bindung. Deshalb haben wir oft Angst, uns höheren geistigen Wesen zu öffnen. Wir meinen, Urcht sei ein Signal, dass wir uns abwenden sollen, während es in Wirklichkeit ein Zeichen dafür ist, dass wir uns schon zu sehr abgewendet haben. Hier einige Sätze, die mir gut getan haben, sowohl in Zeiten aufgewühlter Gefühle als auch während der Meditation: Ich bin nichts, ich bin leer, ich bin still. Ich habe keinen Widerstand gegen die Schwingungen anderer Wesen. Ich habe keinen Widerstand gegen das Ausdehnen und Zusammenziehen anderer Wesen. Wenn wir uns davor fürchten zu sehen, was weiter oben ist, versuchen wir manchmal, uns ein Gefühl der Sicherheit oder Macht zu erkaufen, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf dem ruhen lassen, was weiter unten ist. Dieser Vorgang nimmt viele Formen an. Es zeitigt oft unglückliche Ergebnisse, wenn Hilfsbereitschaft als ein Impuls in Richtung auf diejenigen verstanden wird, die niederer sind als wir. Viele unserer impulsiven Gefühle haben ihren Ausgangspunkt in einer falschen Vorstellung von der Position anderer Menschen. Die Gefühle an sich sind ganz in Ordnung. Auf der Raumebene sind die Gefühle unglaublich reichhaltig. Aber es ist klüger, darauf zu achten, woher unsere Gefühle stammen und wohin sie uns führen. Wir können von einem Gefühl der Reiheit, Macht oder Belustigung verführt werden, wenn wir an jene Beziehungen anknüpfen, die wir für Schwäche halten. Oder wir können vor der Urcht und Erniedrigung zurückschrecken, die wir in Gegenwart derjenigen empfinden, die wir als stärker ansehen. Das Prinzip der Gleichheit ist ein sicherer Irrer, der uns sowohl vor einer törichten Leutseligkeit gegenüber verwirrten Menschen als auch vor einer selbstbeschränkenden Ehrfurcht gegenüber überlegenen Menschen schützt. Die Lösung all unserer Spannungen zwischen Drängen und Ziehen besteht darin, jedes Wesen, das du als lebend anerkennst, als dir ebenbürtig zu behandeln. Blicke immer tiefer als jeder oberflächliche Anschein, dass du nicht gleichwertig seist. Wenn eine Person große Weisheit oder Genialität zeigt, großartige Bilder malt oder sich gar damit wichtig macht, dass sie Bücher mit Ratschlägen schreibt, wie dieses hier, glaube nicht, dass dies irgendein Beweis dafür ist, dass ihr Potenzial höher als deines sei. Wisse, dass alles, was ein anderer je getan hat, du auch tun kannst, nicht in dem Sinne, dass er herabgesetzt würde, aber du aufgewertet. Bewundere ihn nicht übermäßig, das trennt euch. Lass ihn das sein, was er ist, liebe ihn als deinen Bruder, freue dich an seinen Schöpfungen, behandle ihn als einen Gleichwertigen. Und was du auch immer auf einem psychedelischen Trip sehen magst, sage einfach, ich bin diesem gleichwertig. Wir alle sind diesem gleichwertig. Andererseits, wenn jemand körperliche und geistige Krankheit hervorkehrt, Erniedrigung und Betrübnis, Hilflosigkeit und Verzweiflung, glaube einfach nicht, dass dies irgendein Beweis dafür ist, dass sein Potenzial geringer als deines sei. Wisse, dass alles, was du je getan hast, auch er tun kann. Stimme nicht blindlings seinem Spiel zu. Reagiere nicht so, als ob das, was er tut, wirklich sei. Lass ihn das sein, was er ist, liebe ihn als deinen Bruder, empfinde Mitgefühl mit ihm, behandle ihn als einen Gleichwertigen. Ang mit dem Wissen an, dass er sich da selbst herausbringen kann. Lass ihn aber nicht unbedingt einfach links liegen. Außer wenn du weißt, dass er die gleiche Schau schon immer und immer wieder bis zum Überdruss abgezogen hat. Deine Aufmerksamkeit schenkt immer Leben, sie wird ihm das Gefühl geben, gehalten und